Hey Leute, ich bin Martin von MP Garage und heute geht's wieder um den Audi A4 B6. Und zwar haben wir für den Audi A4 automatisch öffnende Heckklappendämpfer bekommen. Und der Vorteil dabei ist ganz einfach, ich habe ja den Schlüssel, dabei habe ich drei Taschen. Einmal zu, einmal aufschließen und in der Mitte eine Kofferraumtasche, mit der ich den Kofferraum schon mal entriegeln kann. Die Heckklappendämpfer sollen uns jetzt ermöglichen, dass die Heckklappe automatisch aufgeht. Also drücken wir mal den Knopf lange und siehe da, die Heckklappe geht auf. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Wir haben hier den ganz normalen Dämpfer drin und zusätzlich hier eine kleine Feder mit eingebaut, die dafür sorgt, dass die Heckklappe automatisch geöffnet wird, also sprich die ersten paar Zentimeter aufgeschoben wird, bis der komplette Dämpfer dann die Heckklappe nach oben hin öffnet. Umgebaut sind solche Dämpfer relativ schnell. Man muss lediglich hier unten eine kleine Feder lösen und hier oben eine kleine Feder lösen. Dann kann man das ganze Ding rausklipsen und das neue Ding reinklipsen. Dabei ist auch zu beachten, geht einfach nach der Reihe hin, wechselt erst die eine Seite, dann die andere Seite. Damit bleibt mit dem einen Dämpfer die Heckklappe noch auf und ihr könnt die ganz bequem tauschen. Als Beispiel, hier haben wir noch den alten Dämpfer ohne Feder. Nachteil bei dem ganzen System ist ein ganz wichtiger. Wir schließen die Heckklappe mal. Die Feder liegt jetzt schon an. Wenn wir die Heckklappe jetzt noch weiter schließen, sind wir jetzt an dem Punkt, an dem die Feder schon komplett zusammengedrückt ist. Das bedeutet, die restliche Spannkraft, die jetzt noch übrig ist, hier dieser Spalt, geht als Spannkraft auf die Kugelköpfe und auf den restlichen Dämpfer. Der Dämpfer ist stabil genug, aber die Kugelköpfe können dadurch über die Zeit lose werden oder sogar ausreißen, was sehr teuer ist, wenn man dann neues Gewinde oder neuen Kugelkopf einschweißen muss, neu lackieren, dass das Ganze nicht rostet. Also ist meine Empfehlung für die automatischen Hecklampendämpfer ganz klar negativ. Lasst die Finger davon. Bleibt bei den alten Dämpfern, macht die Heckklappe von Hand auf, schont Kugelköpfe und euren Geldbeutel. Und Marvin, was sagst du zu den automatisch öffnenden Hecklampendämpfer? Also ich würde es ja nicht empfehlen. Wie der Martin schon gesagt hat, genau aus dem Grund, weil es einfach die Kugelköpfe oben und rausreißt irgendwann mal und mir das einfach zu heikel ist und es dann ein teurer Spaß wird und dann teurer ist, wie eigentlich die Gasumfertigung, meist lieber wie seid ihr auch von Hände auf dann. So, ja, so sehe ich das auch. Verbesserungsvorschlag an den Hersteller wäre in dem Fall eine kleinere, leichtere Feder, die auf den Weg noch nicht komplett aneinander liegen würde. Ja. Ansonsten ist es eigentlich eine ziemlich coole Sache, aber einfach schon aus dem Grund, dass die Feder dann an dem Punkt zusammenliegt, obwohl die Heckklappe noch nicht ganz geschlossen ist, sind wir uns der Meinung, dass wir die nicht empfehlen würden. So Leute, das war's für heute vom Audi A4 B6. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Hier könnt ihr abonnieren. Hier geht's zu unserem neuen Video. Danke euch.